Zeit. Die Ergebnisse sind endlich auf Facebook hochgeladen und ich bin die Bronzewurst des Jahres. Ich bin fassungslos. Die silberne Wurst wurde einer Kleinen aus der 7. verliehen. Auch sie ist in der Tat ziemlich hässlich mit ihrem schwarzen Schnurrbart und dem Dreifachkinn. In Königin der Würstchen geht es um drei Mädchen, Mireille, Astrid und Hakima, die zu die drei hässlichsten Mädchen der Schule ausgemacht werden in einem Wettbewerb in Facebook. Eben der goldene Wurst, silberne Wurst und Bronzewurst, deswegen die Würstchen. Und sie treffen sich, sie kannten sich noch nicht und bemerken, dass sie alle einen Grund haben, am 14. Juli in Paris zu sein. Und das hat alle mit ihren eigenen Lebensumständen, mit ihren eigenen Schicksalen im Leben zu tun. Und dann entscheiden sie sich, um mit dem Fahrrad nach Paris zu fahren. Warum meinst du? Astrid, komm mal. Nur weil ich zur Wurst des Jahres gewählt worden bin. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir die dritte Wurst ausfindig machen? Die muss doch auch ganz schön deprimiert sein. Am selben Abend, an dem die Wurstwahl stattgefunden hat, war die Idee in meinem Kopf geboren. Nach Paris zu fahren. Pünktlich am 14. Juli dort anzutreffen. Und die Gartenparty im Élysée-Palast zu crashen. Meine allerliebsten Würstchen. Meine Mutter hat mich auf die Idee des Jahrhunderts gebracht. Wir fahren mit dem Fahrrad hin. Ein ganz besonderer Moment in dieser Geschichte finde ich den Moment, dass die drei Mädchen, die sich noch nicht kennen, sich treffen und bemerken, wir haben ein gemeinsames Ziel und zusammen kriegen wir das hin, dieses Ziel zu verfolgen. Ihr Grund für ihren Roadtrip ist nicht eben, dass sie gemobbt werden oder dass sie hässlich sind oder gefunden werden. Das ist der Grund, dass sie zusammenfinden, aber sie haben ein Ziel, sie haben etwas vor Augen, sie haben etwas, was sie die Welt zeigen möchten. Hier ist Hinnen. Wie dir sicher nicht entgangen ist, scheint euer kleines Abenteuer doch auf öffentliches Interesse zu stoßen. Daher wollte ich mich nur noch einmal vergewissern, dass ich weiterhin die Exklusivrechte auf eure vertraulichen Mitteilungen habe. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle? Ich bin Julia Delange, Beraterin der Präsidentin der Republik. Die Frau Präsidentin lässt fragen, ob Sie und Monsieur Idris ihr morgen die Ehre erweisen, ihre Gäste zu sein. Aber wenn wir jetzt eingeladen sind, können wir sie nicht mehr crashen. Nee,